Ich arbeite gerade an einer Animation im Comic-Stil und wie ihr ein Objekt mit Textur rendern könnt in diesem Stil, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe hier in ein neues Blender-Projekt gewechselt, unser Ostereis in der Mitte. Dann haben wir noch eine Sunlamp mit der Stärke 1 und komplett in Weiß. Und wir befinden uns in der Render Engine Eevee. In Cycles funktioniert das Ganze leider nicht, weil dort eine Node nicht verfügbar ist. Wenn wir jetzt in die Render View gehen, dann sieht das Ganze so aus. Unser Osterei hier hat einen einfachen Diffuse Shader und das erste, was man findet im Internet, wenn man so einen Comic oder Toon Shader, wie er da genannt wird, erstellen will, ist dieses Node Setup hier zu verwenden. Wir benutzen die Shader to RGB Node. Diese Node ist leider nur in Eevee verfügbar und nicht in Cycles. Die verbinden wir mit der Diffuse Node und das Ganze geht in eine Color Ramp, die mit Interpolationsmethode Constant versehen ist. Und dann verbinden wir einfach den Color Ausgang direkt in den Material Output. Und wenn wir das Ganze verbinden und den Schieberegler hier ein bisschen nach unten drehen, dann sieht das Ganze doch schon sehr wie ein Comic-Ei aus, wie gezeichnet. Man hat hier einen harten Schatten und nur wenige Farben. Jetzt wollen wir aber nicht die beiden Farben Weiß und Grau hier verwenden, sondern wir wollen unsere Textur und den Shader dafür verwenden. Und deswegen verbinde ich jetzt einmal hier das Result mit unserer Diffuse Node. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben zwar hier so ein Muster von unserer Textur, aber die Textur erscheint nur in den beiden Farben Weiß und Grau. Und das wollen wir gerade nicht haben. Jetzt trenne ich nochmal diese Verbindung und eine weitere Suche auf YouTube. Da bin ich auf den Kanal ComfyMag gestoßen. Der macht nur solche 2D-Animationen in Blender und der hat dieses Node-Setup hier empfohlen. Jetzt bringe ich hier die Nodes nochmal ein bisschen zur Seite. Er setzt hier hauptsächlich auf die oder auf zwei Separate Color Nodes mit dem Modus Hue, Saturation, Value. Hue ist der Farbton, Saturation ist der Weißanteil und Value ist der Schwarzanteil. Und die Nodes werden jetzt so verbunden, dass wir die Shader to RGB Node hier rein verbinden und dann den Value-Ausgang hier in die Color Ramp und die Color Ramp dann nochmal in die zweite Separate Color Node und dann die Combine Color Node ebenfalls in Hue Saturation Value Node in den Material Output. Dann sieht das Ganze so aus. Und das hat den Sinn, dass wenn man hier eine farbige Lichtquelle nimmt, beispielsweise hier die Sunlamp auf Rot stellt, dass dann der Shader damit beeinflusst wird. So, wenn wir jetzt unseren Texturshader hier mit dem Diffuse-Eingang verbinden, sieht das Ganze so aus. Auf den ersten Blick freut man sich vielleicht, dass das Ganze jetzt geklappt hat. Aber wenn man dann jetzt hier auf die Schattenseite geht, sieht man, dass die Textur jetzt hier endet, wo der schwarze Kernschatten anfängt in der Originalberechnung. Wenn ich das jetzt hier nochmal verbinde, dann seht ihr das genau hier, wo gar nichts mehr angezeigt wird von der Textur, der ganze schwarze Schatten anfängt. Und das wollte ich halt auch nicht haben als Effekt. Und hier habe ich die Lösung genommen, dass ich den Color-Ausgang nicht in den Diffuse geleitet habe, sondern hier in die Separate Node. Dann wird alles ohne Schatten angezeigt und dafür dann aber hier unser Shader to RGB Node direkt mit der Color Ramp verbunden. Und dann seht ihr, wir haben hier einen Schatten und die Textur setzt sich halt im Schatten weiterhin fort, genauso wie ich das haben wollte. Was jetzt allerdings nicht mehr klappt, ist, wenn man jetzt die Lichtquelle hier auf Rot umstellt, dann hat das keinen Effekt mehr auf die Darstellung unseres Objekts. Man sieht zwar noch ein bisschen, wenn man das hier dunkler dreht, dass das ganze Ei dann im Schatten liegt, aber das liegt nur hier an den Einstellungen von der Color Ramp. Ja, und das war es soweit für mein erstes Tutorial zum Comic Shader in Blender und wir sehen uns dann im nächsten Video.